Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Alfred Brehm, der Jagdhund. Basko war ein wohl abgerichteter Jagdhund. Er gehörte einem Förster, der unter 20 Schüssen auf fliegendes Wild kaum einen Fehlschuss tat. Eines Tages erhielt der Förster Besuch. Der Sohn eines Freundes, ein junger Beamter, bat um die Erlaubnis, ein wenig auf die Jagd gehen zu dürfen. Der Förster gewährte ihm dies mit den Worten: »Gehen Sie, aber schießen Sie gut, sonst nimmt es Basko gewaltig übel.« Die Jagd beginnt. Basko macht nach kurzer Zeit eine Kette Rebhühner aus und steht wie ein Marmorbild davor. Er erhält Befehl, sie aufzutreiben. Die Hühner fliegen, der Schuss knallt, aber kein Stück stürzt ab. Basko sieht sich sehr verwundert um. Seine gute Laune ist verschwunden. Er geht aber noch einmal mit, findet eine zweite Kette Hühner und es geht wie das erste Mal. Da kommt er dicht an den Schützen heran, wirft einen Blick der tiefsten Verachtung auf ihn und eilt spornstreichs nach Hause. Noch nach Jahr und Tag war es diesem Jäger unmöglich, den Hund mit sich aufs Feld zu nehmen. Die Verachtung gegen den schlechten Schützen war zu tief in seinem Herzen eingewurzelt.